Pauline, bist du bereit? Ja, alles in Ordnung, Paul. Wie spät ist jetzt? 10:50. 10:10. Wie weit sind Sie denn? Du, Sie sind immer noch beim Essen. Immer noch beim Essen. Also los ist, du weißt, was das du hast. Ist alles klar? Alles klar, Paul. Zuerst die Fahne. Ja, wo ist sie? Unten am Mast. Was unten am Mast? Wir tragen sie doch gemeinsam raus, haben wir doch vorher gesagt. Tragen sie gemeinsam im Gleichschritt raus und hängen sie erst dann am Mast. Ich dachte... Ja, was ich dachte. Ich dachte. Das haben wir doch vorher des Langen und Breiten besprochen. Du hast gesagt, wir würden im Takt der Musik die Fahne hissen. Ja, also? Von Gleichschritt hast du nichts gesagt. Ja, bappalabapp. Also nochmal, von vorne. Sobald ich den Plattenspieler anlasse, machst du das Licht in der Stube ab und zündest die Lampion draussen an. Unterdessen mache ich die Türen auf und du bringst die Fahne. Ja. Und dann gehen wir langsam im Gleichschritt, du links, ich rechts, über den Rasen zum Fahnenmast. Und dort hänge ich dann am Mast. Und ich ziehe sie dann langsam hoch, während der zweiten Strophe, wenn es heißt... In des Himmels, Licht der Bäumen. Was Bäumen? Räumen heißt du. In des Himmels Licht den Räumen. Und machen wir weiter. Kann ich froh und selig träumen. Und jetzt suchen wir wieder, wenn wir schauen, ob es geht, mit denen die fromme Seele. Denn die fromme Seele an. Denn die fromme Seele an. Gott im Ehren Vaterland, du salter Gott im Ehren Vaterland. Sehr schön, ja. Und dann müssen sie natürlich da oben sein. Nicht bei Vaterland, müssen sie da oben sein. Die Fahne. Ja. Los jetzt, und dann bleiben wir, bis die Hymne fertig ist, andächtig beim Fahnenmast stehen, mit Blick zur Fahne. Und dann gehe ich wieder rein und stelle den Plattenspieler ab. Ja. Und ich gehe dann zum Tisch über, nicht? Wie abgemacht. Wie spät ist jetzt? 8:58. Sie sind immer noch beim Essen. Ja, ja. Ja, nur, wir starten Punkt 10, sei es wie es will, programmgemessen. Ja, dann werden wir Gott verdorie zeigen, wie mein 1. August feiert. Die werden vielleicht Augen machen. Gib mir doch mal den Feldstecher. Ach, du, Paul, sie trägt wieder ihr rotes Langes mit dem weißen Schal. Ja. Bis endlich senken wir nur am Fahnenmast. Ach, Paul, du bist gemein. Doch, wo ist denn der Alte? Den habe ich gar noch nie gesehen. Der sitzt doch neben ihr. Ja, komm, gib mal den Feldschlag rüber. Ah, das ist der mit dem weißen Hemd. Hey. Ja, der Gell kleine, schmächtige dort, der mit dem Bürstenschnitt und den kurzen Hosen. Ja, seht, du bist mit dem Walti. Walti? Wer ist der Walti? Ja, der Junge vom Willi. Der Junge vom Willi? Und wer ist der Willi? Ja, der Willi Tell. Wilhelm Tell. Der Wilhelm Tell? Ist das ein Arbeitskollege? Ist das ja, der, mit dem du letzte Woche dieser ältere, graumelierte, etwa so 60, nein, 65... Pauline, nein, warte mal, blöd. Tell. Ach, das ist doch was zum Trinken. Ach, du dummer Seich. Also der, den ich meine, ist etwa 730 Jahre alt, hat ein Sennenkittel und einen Armbrust auf dem Buckel. Gib mir mal ein Bierli über. Sennenkittel? Ach, der mit dem Äpfeli. Nein, das ist nicht der mit dem Äpfeli. Der mit dem Äpfeli ist der Waltis, das ist sein Junge. Ach so. Das ist... Ach, und der Müller da drüben. Der sieht aus wie der Walti. Ja, stimmt's nicht? Ja, dem fehlt ja nur noch der Äpfeli auf dem Kopf. Was, wieso? Da hat er ja schon zwischen den Ohren. Paul, es ist schon 5:10. Es ist soweit. Ah ja, aber also komm jetzt, aufgepasst. Konzentration. Also los, jetzt Feuerwerk ist bereit. Alles startklar, Paul. Also los jetzt, wir föhnen mit unserem Feuerwerk erst dann an, wenn er angefangen hat.
Und nicht vorher. He? Wenn er eine Rakete zündet, zünden wir zwei. Ja, ein Vulkan von ihm heisst... Zwei Goldregen von uns und 250 Raketen. Das langt für einen Anfang, nicht zum Ködern. Daraufhin wird er wahrscheinlich mit einer Riesenrakete 2580 oder 2790 reagieren. Ja, das ist möglich. Nicht? Das ist möglich. Ja, dann haben wir aber immer noch unsere Mammutrakete. Nicht mehr in Hongkong, die für 3580. Zwischendurch, zwischendurch können wir ihn ja mit ein paar bengalischen Zündhölzern ködern. Ja, oder mit einem Bund Frauen. Nicht. Also Paul, das mache ich nicht. Was? So was Ordinäres und das am 1. August, das mache ich nicht. Ich lasse sie ab. Und wenn er mit einer Regenbogenrakete kontert... Dann schmeißen wir ein paar Lufthühner über den Gartenhack. Lufthühner? Ja. Paul, hast du eben Lufthühner gesagt? Lufthühler. Die so durch die Luft heulen. So. Oh, schön, ja. Und dann der Schlussbouquet. Ja, halt. Du, nur Vorsicht, Herr Pauline. Nur nicht gesprengt. Abwarten, nicht? Abwarten. Nur meine Nerven verlieren. Das wird nämlich blöffen, he? Bis am Schluss. Ich kenne ihn. Aber wir lassen uns nicht blöffen. Wir warten ab, bis er sein Pulver verschossen hat. Wir haben Zeit. Ein paar vereinzelte Kracher zwischendurch, nicht? Das reicht vollkommen. Nur zum Provozieren. Das lockt uns der Defensive, nicht? Und das Motto ist, wenn er zündet, zünden wir doppelt zurück. Und wie wissen wir, wenn er nichts mehr hat? Feldstecher. Beobachten, schauen, abwarten. Das ist so einfach. Und zudem haben wir ja noch ein zweites Schlussbouquet. Ne? So quasi als Reserve. Nein, das hat doch keine Chance. Dann zeigen wir jetzt einmal, was 1. August 4 heisst. Oh gut, Paul, hast du die Zündhölzli? Was zündet? Du hast doch Zündhölzli. Ich hab keine Zündhölzli. Wer macht mich jetzt aber nicht fertig? Ich dachte... Ja, was ich dachte? Was ich dachte? Eben denkst du nicht? Ohne Zündhölzli sind wir doch aufgeschmissen. Können wir das ganze Manöver ablosen? Du hast doch immer Streichhölzli im Hosensack. Ja, papp. Seit ich nicht mehr rauche, habe ich doch keine Zündhölzli mehr im Hosensack. Hab ich dir vielleicht gesagt, du solltest aufhören zu rauchen? Das glaub ich ja nicht. Wieso, Mensch, denn habe ich aufgehört rauchen? Wegen dir? Du hast ja immer gesagt, ich soll aufhören. Ach so, jetzt bin ich wieder an allem schuld. Nur weil du... Du hast gesagt, der ganze Rauch würde im Vorhang bleiben. Und die Wohnung würde stinken und verdreckt werden. Ich hab nur gesagt... Paul, die fangen an. Paul, der Plattenspieler, die Fahne. Hört doch auf, hat doch kein Wert. Ohne Zündhölzli läuft sowieso nicht. Und jetzt hätten wir unser Schlussbouquet gemacht. Hast du gesehen? Das war nur ein Täuschungsmanöver. Das ist typisch. Ich habe es noch halb gedacht. Meine Güte, hatten wir noch eine Reserve gehabt. Ja, nur nächstes Jahr wissen wir es dann. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Mindestens 200 Franken gekostet. 200 Franken, 10 Pauline. Mit den Zündhölzli.